Die Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Welsow, hat ihren Rücktritt erklärt. Sie verbreitete auf ihrer Homepage eine entsprechende Erklärung. Seit Ende Februar 2021 hatte Hennig-Welsow die Linkspartei gemeinsam mit Janine Wissler geführt. Die neue Doppelspitze folgte auf Katja Kipping und Bernd Rixinger. Als Grund für ihren Rücktritt nannte Hennig-Welsow unter anderem ihre private Lebenssituation. Ihr 8-jähriger Sohn brauche sie und habe Recht auf Zeit mit ihr. Auch der Umgang mit Sexismus in der Partei und eine dringende, notwendige Erneuerung der Linken waren der Mitteilung zufolge Gründe für ihren Rücktritt. Dafür seien neue Gesichter nötig. Das Versprechen, Teil eines Politikwechsels nach vorn zu sein, konnten wir aufgrund eigener Schwäche nicht einlösen, schrieb Hennig-Welsow über den Zustand ihrer Partei. Zu wenig Menschen glaubten uns, dass wir bereit und in der Lage wären, dieses Land aktiv gestalten, zum Besseren zu verändern. Vor ihrer Wahl in den Bundestag war Hennig-Welsow 17 Jahre lang Abgeordnete im Thüringer Landtag. Bundesweit bekannt wurde sie im Februar 2020, als sie dem mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählten FDP-Politiker Thomas Kemmerich nicht gratulierte, sondern ihm stattdessen den Blumenstrauß vor die Füße warf. Ich frage Herrn